Raunen. Und die sechste Rauhnacht steht für den Juni 2023 und dieser Monat steht für Wachstum. Das ganze Jahr 2023 steht für Wachstum. Du hast sehr, sehr viel Wachstum hinter dir und jetzt gilt es auch in diesem Monat für dich vielleicht ans Meer zu fahren oder mal ans Wasser, 2 Tage Pause zu machen. Weil jedes Wachstum braucht auch mal eine Pause. Und was möchte die Seelenbotschaftskarte für dich heute mitteilen? Hülle dich in blaues Licht, Schutz und Geborgenheit. Also siehst du, es geht wirklich darum, Schutz, Geborgenheit zu fühlen. Und nach diesem Riesenwachstum, was du bis jetzt gemacht hast, einfach mal so eine kleine Pause einzulegen. Und selbst wenn dein Wachstum noch weitergeht, hülle dich einfach in dieses blaue Licht ein. Und somit bist du geschützt vor allen Dingen, die da kommen möchten. Oder kommen. Was möchten die anderen Karten zu dir sagen, Lilien? Es geht um Harmonie. Der Monat wird unter der Botschaft Harmonie stehen. Achte darauf, dass du genau zu diesen Menschen hingehst, die harmonisch zu dir sind. Oder Erlebnisse, die harmonisch sind. Schau wirklich hin, dass du auch diesen Schutz hast, auch wenn es mal nicht harmonisch ist, dass du diesen Schutzmantel hast, sodass du in Harmonie sein kannst. Weil wenn du dich behütet und geschützt fühlst, dann kann da draußen passieren, was da will. Du bist geschützt, du bist gehütet, du bist getragen. Und das wünsche ich dir für den Monat Juni. Amor.